Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Haus, in Skyrim natürlich. Und ja, ich zeige euch, ich wollte jetzt eigentlich sofort raus, aber also ich habe jetzt mal dieses Elfenzeug habe ich hier hin. Ich habe hier oben mal die Sachen abgenommen, der hat nur die Robe im Moment. Ich habe hier die ganzen Waffen mal abgenommen, da oben Schilder, die Vitrine leer gemacht, die ist auch leer. Ne? Also da kommen dann so besondere Sachen rein. Ich habe mal hier die ganzen Sachen von der Wand genommen. Ich habe hier die Sachen von der Wand genommen. Und ich habe die mal alle in die Kiste reingepackt. Ja. Den ganzen Schrott hier reingepackt. Das sind halt ein paar Sachen, könnte man noch irgendwie verkaufen oder so. Ne, dieses hier und naja, das hier könnte man noch, ne, sowas und das hier. Das könnte man noch ein bisschen abgeben und jetzt sind wir nämlich schon wieder überladen und deswegen, ja, habe ich darauf mal verzichtet. Mal eben gucken, Moment, wir wollten nämlich uns wegporten hier. 33, ja okay, wir sind schon wieder viel zu weit drüber. Das heißt Ludi. So. Wie kann ich euch dienen? Ja, warte mal, ich habe da schon so eine Idee. Also ich habe so eine vage Vermutung, wie wir das hinkriegen könnten. Und zwar 15, 13 und 17. Fertig. Und wir können pochten. Das ist super lieb von dir. Genau. Und hier hinten habe ich die Dinger auch rausgemacht, ne? Also, dass wir die mal neu bestücken können. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Haus hier sowieso so viel machen werden noch. Aber jetzt haben wir mal den nächsten Schritt genommen. Also wir können theoretisch dann ja, das Haus dann so benutzen wie, ja, ne, theoretisch. Praktisch ist das eine andere Frage. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Okay, wir hätten auch in dem Haus pennen können. Aber das haben wir natürlich jetzt verpeilt. Okay, ja, ich sollte vielleicht, immer dasselbe. Immer dasselbe. Tochter schläft. Das ist gut, wenn man sich abends immer nachts immer reinschleicht. Dann spart man Geschenke. So. Lass uns mal nur pennen und dann hauen wir wieder ab. Ich habe sie eingesperrt da oben. Hier ist auch so nix, ne? Da müsste noch was hin. Was ist hier eigentlich? Lüdis Zimmer. Sie benutzt das sowieso nie. Das ist Lüdis Bett, ne? Ja, Lüdis Bett. Lüdi bist du übrigens. Komische Tante. Eisenschild. Ja, ich lasse das jetzt erstmal hängen, ne? Also lass mal hängen. Was haben wir denn hier noch drin? Eben gucken, was sind hier eigentlich für Sachen noch drin? Ach, guck mal. Magika regeneriert sich 100% schneller, also doppelt so schnell. Das ist natürlich auch ein geiles Teil, ne? Frokis Bogen, ja, der hat ja gar nichts. Haldirs Stab. Weniger mächtige Gegner. Stab der Furcht, Stimme. Da waren teure Sachen bei, ne? Aber die wir sowieso nicht. Die werden wir hier sowieso nicht los. Also PM, wir haben 10 Uhr, also schlafen wir mal 8 Stunden. Warte mal, dann haben wir 6, ne? 7. Ja, wir gucken mal, ob der um 7 Uhr schon aufhört. Endlich mal wieder im eigenen Bett schlafen. Das ist doch auch mal was, oder? Haben wir vor einigen Folgen das letzte Mal. Wir waren jetzt viel in diesen Tavernen unterwegs, ne, und so, naja, wir sind halt Lebemänner und Frauen, also Lebemenschen sozusagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Manchmal hält meine Klappe sich einfach nicht geschlossen, so wie es vielleicht ganz gut wäre. Ich hoffe, nein, warte, okay, eine Stunde warten, 8 Uhr hat er auf, nein. Dann gehen wir zuerst zu ihm dahin. Warte. So. Du kannst genau zwischen den beiden einmal hin und her rennen. Ansonsten geht nichts. Ja, sehr gut. Guck mal. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich habe keine Fragen. Hör mal, was habt ihr zu verkaufen? Ich will die Geschichte nicht hören. Nein. Danke. So. Also. Mal eben gucken. Was kann man denn hier loswerden? 210, 11. Der wiegt 20. Boah, das ist ja schon mal geil, oder? Ja. Das ist sehr gut. 10. Auch sehr gut.
135, weg damit. Stab der Zombies, 201, beide. Er hat noch zwei Gold. Ist doch top, oder? Hä? Ist doch super. Oder? Müssen wir noch irgendwas... Haben wir schon gelesen. Angelkarten, wollen wir nicht. Wir angeln nicht. Wir angeln nicht. Eine Bug-Lantern. Empty. An empty glass jar. A torch bug can be kept inside. Okay. Das ist ja nett, aber... Ich habe hier noch gar nicht durchgeguckt, ne? So gar nicht. Okay. Hey, vielen Dank. Kommt wieder. Ja, ja, mache ich auch. Aber jetzt gehe ich erstmal zu deinem Kollegen da hinten. Zu Wulfbert. Ah, herrlich. Unser Freund Wulfbert. So, und im Gelände sind wir schon wieder müde. Hallo. Olmgard. Wir haben kleine und große Waffen. Ja, ja, Olmgard. Hauptsache, du hast Kohle, Mann. So ziemlich alles, was ihr Komm. Braucht. Ja. Oh yeah, Funky. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Junge. Pass auf. Ne, warte mal. Ich muss... Na, das war jetzt Fehler. Es ist schön, Lüdi. Geschäfte zu machen. Wir haben gar nichts gemacht, Junge. Ich möchte einige Dinge mit euch... Nein. Dann mal los. Nein. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, gib mir doch einfach den Kram, den du... so. Von da nach hier, ne? Okay, hat die nichts gesettelt? Warte, oh, das ist schlecht. Okay, warte mal. Er hat Kohle, ne? Ey, die braucht das Ding nicht. Okay, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das ist der Schutzgeist. Komm, ich nehme das weg und den auch. Ist egal. Sie braucht das Schild sowieso nicht. Da macht keinen Sinn. Ja, ja, ich bin schon wieder voll. Adrien Aveniki fertigt die meisten. Ja, Aven Aveniki, auf jeden Fall. Geiler Name, wer auch immer sich den ausgedacht hat. Toller Dude. So, pass auf. Ich habe hier die Axt. Die möchte ich mal... Warte mal. Wo ist denn dieses teure Ding jetzt hin? Warte mal. Wo war denn dieses teure Scheißteil? Das war das Ding hier, ne? Warte mal. Wo ist das? Da. 500. Verkaufen. Verkaufen. So, jetzt nochmal. 343 hat er noch. Puh, sehr gut. Elfenschwert, weg. Wir lassen den anderen, ne? Wir warten auf den nächsten. Und den tun wir weg, ne? Elfenaxt, 126. Das war's, ne? 221. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, du mich auch. Lass mal eben gucken. Wir gehen mal eben die anderen Sachen alle wegbringen. Und dann sind wir hoffentlich in der Reihe. Pass auf. Also, eben hier den Kram. Schrank durchsuchen. Da ist alles, was hier hinten drin ist, ne? So, jetzt gucken wir mal eben. Was haben wir denn hier an schweren Sachen? Haben wir irgendwas Schweres überhaupt? Nee, nicht mehr, ne? Okay, dann... Was haben wir denn noch? Hier sind, glaube ich, Tränke drin. Nee, Essen ist hier drin. Ja, okay, das ist jetzt alles nicht so... Nein! Nein, Süßkuchen raus. Schrank, Süßkuchen, warte. Süßkuchen, Süßkuchen, die muss ich mitbringen, weil... Das ist ja, ist sie hier drin eingesperrt? Nein, die ist verschwunden. Klar. Kinder, ne? Als ob die irgendwas Sinnvolles machen. Kleine Perle, Langbogen. Ey, wo holt die denn diesen ganzen Kram her immer? Jetzt mal im Ernst? Was macht die da draußen?
Schrecklich. So, hier sind, glaube ich, die Perlen drin, ne? Ja. Moment. Goldene Rubinen. Brauche ich nicht. Schloss knacken. Schloss knacken. Die Kapuzen-Dings da. Die wollte ich eigentlich verkaufen, aber die tue ich dann. Warte mal, die tue ich hier mit rein, ne? Warte. So, von da in die Truhe. Und die mit Kapuze. Stahlstiefel. Ja, gut, okay. Was haben wir denn noch? Okay, dann lassen wir den Streitkolben jetzt hier, den lassen wir mal da, ne? Weil der wiegt 17. Das ist eine Menge. Ich tue den jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier mit diesen blöden Pfeilen, aber die wiegen nichts. Stimmt ja. Wieso habe ich eigentlich die Spitzhacke dabei, wenn ich sowieso nie irgendwas abbaue? Und vor allen Dingen auch noch zwei? Macht keinen Sinn, oder? Wie ist das jetzt hier mit dem Bogen, ne? Der hat 30 und Dedra, beschworene Dedra bis zu 12, werden zurück ins Reich des Vergessens verbannt. Und unsere hat, schießt 30% schneller, also den können wir eigentlich auch hier lassen, ne? Der kann, den brauchen wir auch nicht mitnehmen. Super, okay. So, wie spät haben wir es? 8.45 Uhr, frühmorgens, Viertel vor 9, Lüdi, los, let's go. Wir sind im Rennen. Aber sowas von. So. Also, wir mussten... Moment, ich speichere mal eben hier. So, wo mussten wir hin? Da oben irgendwo in die Ecke, ne? Da waren wir. Statue von Merida. Und da müssen wir dieses Ding noch... Und wir haben eine Höhle. Dann machen wir mal... Ja, weiß ich nicht. Morkatzgur. Da können wir nicht hin, ne? Die haben wir schon entdeckt. Okay, dann lass uns da mal hin. So. Sagt er. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Lüdi, das ist eine gute Bemerkung, würde ich sagen. Also wirklich eine gute Bemerkung, weil... weil... Lost Cave, ne? Hier müssen wir rein, ne? Die haben wir noch nicht. Gut, okay. Also, Lost Cave, wir gehen da mal rein und gucken mal nach dem rechten. Oder nach dem linken. Oder wie auch immer. Ich weiß, der war doof, aber ich kann das nicht anders. Manchmal muss ich einfach so einen Quatsch reden. So, Echo. Eine Höhle, die echoed. Da hängt irgendwas. Da bin ich mir nicht sicher, was es soll. Es hängt einfach da. Okay. Ich dachte, es hätte eine Bedeutung. Hat es aber nicht. Urne leer. Okay. So, warte mal. Ich muss nochmal eben hier den Travel Lantern. So. Können wir denn hier schießen auf irgendwie? Ich reiß mich hier so zusammen und du machst Hust, Hust. Was ist denn mit dir? Mann. Hier ist keiner. Hier ist keiner, ne? Okay, ich glaube, hier ist niemand. Ich brauche nicht weiter schleichen und mach mal den Kram hier. Okay, gut. Dann. Haben wir schon? Haben wir noch nicht. Altes Buch. Ein mächtiger Fürst verdient eine mächtige Ohrfeige. Opfergabe. Aber jener, der an diesem Ort fiel, bat darum, dass man seiner in Bescheidenheit gedenke. Doch wir, die wir ihm dienten, wollen seine Großartigkeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und so, um ihn zu ehren, muss der Betrachter nur auf den einfachen leuchtenden Pilz an diesen Höhlenwänden klicken. Denn wie mächtig oder bescheiden einer im Leben auch sein mag,
Wir alle kehren zu der Erde zurück, auf der dieser Pilz sprießt. Amen. Ja, okay. War jetzt sehr ergreifend, muss ich zugeben. Also hat mich schon sehr mitgenommen. Aber irgendwie dann doch nicht so, ne? Kohlepfanne zeremoniell. Ich würde sagen, wenn wir diese Dings hier... Warte mal, Moment. Pilze? Ich sollte die ja jetzt erstmal anklicken, ne? Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Also alle Pilze, die wir hier finden, warte mal, alle klicken wir jetzt erstmal an hier. Und dann machen wir die Opferschale da an. Also opfern. Kennen wir ja, ne? Also ihr kennt dieses alte Opferspielchen, ne? So. Und dann geht nämlich da die Tür auf, habe ich mir schon gedacht. So. Jetzt machen wir aber wieder den und den. Und dann mache ich wieder den und ich hasse es, dieses Dings hier. Das Speichern, also das Schleichen nicht dazugehört einfach zu dem, was man macht. Da war doch gerade einer, oder? Da. Okay. Ich glaube, wir können aufhören mit dem Quatsch, ne? So, einmal den. Falmaohr, Knochenmehl, Salz, schwaches Gift. Braucht kein Mensch. Eisstacheln, Stahlpfeile. Ja. Stahlpfeil, Falmaohr. Schon mal auf dem Falmaohr gelutscht, geknabbert. Ich bin mir nicht sicher. Warte, ich speichere mal lieber. Das war's. Keine, ich halte dich fest hier drin. Du kommst hier nicht mehr weg. Einmal hier und du nie wieder zu Hause. Und Truhe. Dietrich. Eil, Dingsfeil. Dings da. Hammer. Nee, den brauche ich nicht. We don't want to take that with us. With us. Achso, ja, hallo. Mach ihn fertig, Lüdi. Hau ihn weg. Jawohl, geil. Und jetzt ist er tot. Bin ärmen, Jung. Fall mal Ohr. Fall mal Dings da. Fall mal hier hin. Fall mal dorthin. Gold. Brauchen wir nicht. Was ist hier oder was ist da? Wir links sind erst einen weg, ne? Das war aber mal knapp hier, ne? Oder? Und nix Vernünftiges gedroppt. Da ist noch einer. Auch nix. Noch irgendwelche Typen, die hier verreckt sind. Truhe. Ebenerz. Ja, Lüdi, ich sage dir, du stehst schon wieder im Weg, ne? Jetzt kann ich weder vor noch zurück. Ist das dein Ernst? Muss ich gegen dich laufen? Ja, ich laufe gegen dich. Mach mal. Ich kann nicht mal. Doch, ich kann springen. Komm mal hier rein. Danke. Lydia. Die gute Lydia. Warte mal. Ach ja, die Lydia. Man kennt sie nicht anders. Sie steht im Weg. Das ist es, was sie kann. So. Das war... Also ich meine... Ja. Ne?
Nein! Wo ist Lydia denn, bitte? Ist sie jetzt hinten in der Ecke geblieben? Nein, bitte nicht ganz vorne. Ah ja, vor dem Ding. Okay, das ist sehr gut. Dann nehme ich mir hier diesen Pilz wieder mit. Ach komm. Lüdi, ne? Wenn man dich mal braucht, ne, dann bist du nicht da. Ja, ja, gähn du ruhig. Tu noch so, als wenn das langweilig wäre hier. Ist es doch nicht. Zwergenhammer. Ah, nee, komm. Das ist nix, ne? So, dann einmal speichern. Wieso mache ich eigentlich so wenig Schaden? Und wieso halte ich so wenig aus? Die hacken mich und ich falle instant tot um oder so. Das ist nicht zu glauben. Okay, ich sollte das vielleicht mal in der Reihenfolge lassen immer. Ich denke mal, das ist eine gute... Die sieht ja krass aus, oder? Die sieht krass aus, die Rüstung. Warte, ich mach direkt speichern. Ja, Lüdi, lass sie rauskommen, ruhig. Ich muss vorgehen, okay. Das war's. Das war das. Da war so eine, Fallengeschichte. Jetzt dachte ich, denke, das kann doch nicht diese Tusse gewesen sein. So ein blöder Magier-Typ. Das kann es doch nicht sein, oder? Ja, genau, Lüdi. Feuer uns mal an. So. Habe ich doch gesagt. Mann. Axt. Die Musik ist kaum dramatisch. Oh. Das war nicht absichtlich. Es hat keiner was gesehen. Ich weiß nicht. Ignorieren. Einfach ignorieren. Lydia. Ja. Einfach ignorieren hilft, weil die Position war jetzt etwas, ja. Ja. So. Jetzt kommen drei Freaks. Und zwar hier oben raus, ne? Da kommt einer. Ja, guck mal, dann geht das doch. Und dann klappt das doch mit dem Nachbarn. Ich muss echt so fallen, ne? Hab ich gar nicht drauf geachtet, auf den Mist. Fall mal Schild. Die sehen geil aus, aber... Und speichern. Ja, ja, ich passe ja schon auf. Ich passe natürlich nicht auf, aber ist egal. Hört sich mal besser an, wenn ich sage, ich passe auf, als dass ich sage, nö, kein Bock drauf, weißt du. Also ich meine, wer passt schon auf mich auf? Niemand, also, ne? Licky, Licky, du stellst aber Ansprüche. Was ist das denn jetzt? Nein, 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 ich hab's gerade noch gesehen, dass ich noch... Ich hab's doch gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Ich wollte gerade drücken, aber da war es schon wieder zu spät. Wieso machen die so einen Schaden? Warum hab ich... Warum? Weg. Lüdi, mach du da mal da vorne klar.
Ich hasse dich. Ich weiß nicht, was das für Drecksviecher sind. Gift ist also nicht unsere Sache, ne? Habe ich jetzt gerade so gemerkt. Also müssen wir mal irgendwas skillen, was resistenter macht gegen Gift oder wie? Oder was? So. Nix Rückzug, ich kill den. Lüdi, sag mal nicht so. Oh Gott, wie sieht sie denn aus? Oh Gott, die Arme. Ach Lüdi, der tut mir... Oh Gott, der tut mir so leid. Die Arme. Scheiße, ich nehme die auch immer mit, ne? Ich nehme die immer mit zu diesen Sachen, die nicht klar gehen einfach. Können wir nicht mal zu einer normalen Party gehen? Immer muss das was ganz Spezielles und Extravagantes sein. Ja, Lydia, hör mal, ich hab da voll Bock drauf. Schießkunst. Bögen bewirken 20% mehr... Oh, wow. 38, den haben wir schon. Raserei, Kreaturen, Personen bis Stufe 4 greifen 60 Sekunden lang. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Oh, yeah. Wie viel haben wir? 245. Oh, warte mal, wir gucken mal eben. Aber wir haben dieses Ding für die... Hier, da. Warte mal, aktivieren Griff. Da geht's weiter, da hinten. Okay. Wir haben dieses andere Ding, ne? Die Abklingzeit vom Schrei. Höheren Schaden. Mit dem Schrei ist sinnvoller, ne? Wir brauchen den Schrei schon mal durchaus und der Schrei ist gut. Der Schrei ist gut. Okay, also. Speichern, da rein. Was machen wir jetzt hier? Müssen wir erst nach rechts oder müssen wir jetzt links? Ach, hier waren wir schon mal, ne? Ach, hier waren wir. Das war doch der... Ja, hier, das ist der Anfang. Ach, wir sind schon fertig, oder was? Eben gucken, ob das jetzt reichte. Oh, gucken wir mal. Himmelsrand. Ich wollte sagen, das kennst du doch, die Urne, die schon leer ist und so. Das war links und davor war ja rechts dieser Griff da an der Wand hier, dieses oder an der Decke, an dieser Schnute. Genau. Okay, warte mal eben gucken. Abgeschlossen. Ha! Sehr gut. So, dann können wir nach Mor-Katzgur, würde ich sagen, oder? Wenn wir sowieso in der Gegend sind hier. Ja? Wollen wir das machen? Mor-Katzgur. Wo geht's denn hier hin? Da ist auch eine Höhle, die wir schon haben, ne? Die haben wir alle. Okay. Also das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen hier lang und den Weg und dann einfach den großen Weg nicht lang, sondern nach links abbiegen und dann irgendwie hier so entlang. Okay, wir gucken mal. Oder gehen wir erst die Quests? Nein, wir gehen erst die Quests machen, ne? Lass uns zu dieser Burg. Lass uns das vergessen hier, den Kram, weil... Oder? Komm. Lüdi, ne? Ich glaube, das ist eine bessere Idee, wenn wir mal so ein bisschen die Sachen einfach Mods-Gur lassen wir einfach, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Mods-Gur. Naja, hört sich auf jeden Fall lustig an. Mods-Gur. Da ist irgendein Viech, was wegrennt. Das ist sehr, sehr nett, weil... Oh. Der tötet gerade irgendwen, irgendeinen Geist oder so. Ich weiß nicht, was er macht. Okay, wir gucken mal nach links. Da ist nichts außer einer Höhle, die wir schon haben. Und wir gucken mal nach rechts. Und da ist irgendwie so ein Feld oder sowas. Mit Bäumen oder so. Ich weiß nicht, was das sein soll. Können wir dann noch gucken. Den müssen wir sowieso jetzt killen. Ha.
Lüdi, lass den doch in Ruhe. Lydia. Lüdi ist ein bisschen unausgeglichen, also immer noch, find ich. Also ich will nichts sagen, aber irgendwie ist Lüdi ein bisschen unausgeglichen manchmal. Also das kommt mir so vor. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Natürlich kann es auch sein, dass ich Unrecht im Unrecht bin, aber... So, wir haben hier noch eine Höhle irgendwo. Auf dem Weg. Da könnten wir auch mal gucken gehen. Das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und vielen, vielen Dank. Und wenn irgendwas ist oder nichts ist, dann einfach mal einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Ihr kennt ja den Algorithmus von diesem von dieser Plattform. Also da kommt jemand gerannt. Ja, dann gucken wir mal, was der will. Der rennt. Tut der was oder tut der nichts? Warte mal, ich mache mal den und quatsch ihn mal an. Ja. Achso, du bist ein Kurier. Jetzt rennst du wieder zurück. Hat mir nicht irgendwie eine Info im Kopf gegeben, die ich verstehe. Egal. Bis zum nächsten Mal. Bei Skyrim. Beim nächsten Mal. Tschaußen. Ciao, ciao.